Und nun hat die Kollegin Silke Launert das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tja, verkehrte Welt. Das habe ich mir am Freitagabend gedacht, als ich erfahren habe, dass der Bundesinnenminister zurücktreten muss. Ehemalige Bundesinnenminister, inzwischen dann Landwirtschaftsminister Dr. Hans-Peter Friedrich, zurücktreten musste. Auch ehemals. Jetzt auch ehemals, das stimmt. Der Grund, er wollte durch die Information von Herrn Gabriel verhindern, dass jemand, der Bilder mit nackten Jungs hat, käuflich erworben hat, zum Beispiel Staatssekretär oder vielleicht sogar Justizminister wird. Also unabhängig davon, wie man das juristisch einordnet, und ich bin baff, wie Ihre juristische Kenntnis ist, ich war ja 10 Jahre lang in der Justiz und ich kann das nicht so schnell mal eindeutig beantworten, die Staatsanwaltschaft ja auch nicht, die prüft erst mal, ob sie ein Ermittlungsverfahren einleitet, aber Sie wissen, wie das alles zu beurteilen ist, Donnerwetter. Also unabhängig davon, wie man das juristisch letztlich beurteilt, muss ich sagen, ich finde es sehr nachvollziehbar, menschlich sehr nachvollziehbar, dass er nicht wollte, dass so jemand Staatssekretär oder Minister wird. Und auf der anderen Seite großes Geschrei. Herr Edati fühlt sich als Opfer, denn die Bilder mit nackten Jungs, das ist ja kein strafbares Verhalten. Und es wird im Ernst auch noch die Frage aufgeworfen, ob dieser straflose Besitz überhaupt eine Durchsuchung rechtfertigen kann. Und wissen Sie, was ich mich sofort gefragt habe? Wer denkt denn an die Opfer? Wer denkt an die Kinder? Und wieso ist der Besitz, der Erwerb von nackten Kinderbildern nicht strafbar? Eine Frage übrigens, die ich mir schon gestellt habe, als ich als Staatsanwältin unter anderem mit Kinderpornografie beschäftigt war. Wissen Sie, wie das in der Praxis aussieht? Sie haben endlich einen pädophilen Verdächtigen mit genug Anhaltspunkten. Sie durchsuchen, Sie finden Hunderte von Bildern mit nackten Kindern. Und dann können Sie durchrattern, zack, 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 und gucken, ist denn das eine sexuelle Handlung von, an oder vor einem Kind? Ist denn das eine geschlechtsbetonte Pose, ja oder nein? Ist denn das eine Handlung in diesem Rechtssinne, wenn das Kind schläft und nackig mit breiten Beinen daliegt? Nämlich nein. Das passiert sehr häufig in der Praxis. Das ist also nicht strafbar. Und wenn jemand eine Kopie macht von einer DVD, von einer CD, dann haben wir ein strafbares Verhalten. Bei der einen Seite geht es ums Vermögen, Interessen, bei der anderen Seite geht es um das Wohl der Kinder. Und auch wenn es bedauerlich ist, dass es erst so einen Fall Edati brauchte, freue ich mich sehr, dass nun endlich diese Diskussion in Gang gekommen ist, nämlich die Diskussion über die Verschärfung der Strafvorschriften im Bereich der Kinderpornografie. Meiner Ansicht nach sollten diese Straftaten sowieso aufgewertet werden, härter bestraft werden, und der Erwerb von Bildern mit nackten Kindern sollte strafbar sein. Denn diese Bilder müssen ja irgendwo gemacht werden. Und es ist nicht so, dass mal ein Nachbar über den Gartenzaun guckt, klick, klick, und fotografiert, wie da die nackten Kinder im Garten rumrennen. Ganz gezielt werden diese Kinder angesprochen, beeinflusst, benutzt für die Herstellung dieser Bilder. Und glauben Sie, dass das spurlos an den Kindern vorübergeht? Sowohl die Herstellung als auch, wenn die Nacktbilder vielleicht ein Leben lang im Internet stehen? Sowohl die, die die Bilder herstellen, als auch die, die die Bilder erwerben und damit diesen Markt überhaupt erst ermöglichen, spielen mit den Seelen von Kindern, die vielleicht ein Leben lang darunter leiden. Deshalb ist der Staat verpflichtet, sich vor diese Kinder zu stellen. Es ist toll, dass viele andere das jetzt auch schon gesagt haben. Es ist toll, wenn hier ein Signal ausgeht. Wir wollen die Opfer schützen. Denn, und da kann ich auch meine praktische Erfahrung einfließen lassen, nicht immer nur Täter, Täter, Täterschutz. Wir brauchen auch mal Opferschutz. Und ganz ehrlich, das ist mir viel wichtiger, wie die Frage,
ob auch noch einer Oppermann geht oder nicht. Vielen Dank. Frau Kollegin Launer, das war Ihre erste Rede im Deutschen Bundestag. Es gibt einfachere Debatten als diese. Ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem ersten Beitrag mit allen guten Wünschen für die weitere parlamentarische Arbeit. Sönke Rings erhält nun das Wort für die SPD.